internationale Pferderennen Meyerfeld Bad Ragaz, das heisst Spannung, toller Sport und Nervenkitzel beim Wetten. Kulinarisch kommt jeder und jede auf seine Kosten. Spass für die ganze Familie, es gibt sogar ein Kinderprogramm, dort wird geschminkt, gespielt, bastelt und Geschichten erzählt. Die spannendsten Geschichten, die schreibt aber der Rennsport. Und Charriar übernimmt die Spitze mit den Scheuklappen. Julien Lumet macht hier gleich Dampf. Zwei, drei Längen dahinter folgt Singleton, dann Sir Vulcano mit Valet de Fleurs an zweitletzter und Odo an letzter Stelle. In zügiger Fahrt in den Bogen. Jetzt kommt Valet de Fleurs. Singleton vor Valet de Fleurs. Valet de Fleurs geht richtig gut. Valet de Fleurs geht an Singleton an und vorbei. Valet de Fleurs und außen kommt Otto. Valet de Fleurs mit Otto. Otto wird immer schneller. Otto, 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 Otto gewinnt. Otto vor Valet de Fleurs. Am ersten Renntag vom 6. Oktober erwarten wir den grossen Preis von der Stadt Meyerfeld mit Spannung das erste Duell zwischen dem On Your Mark, wo Schweizer Cross-Country-Bahnen noch ungeschlagen ist, 5 Starts, 5 Siege, und dem Vorjahressieger Fouderev im Schimmel, wo Anfang September in Aarau den Grosspreis der Schweiz gewonnen hat. Der Grosspreis der Stadt Meyerfeld ist mit 5400 Metern, gespickt von 34 Hindernissen, das längste Pferderennen der Schweiz. Es ist also so richtig etwas los zu Meyerfeld am 6. und 13. Oktober. Herzlichen Dank für das tolle Engagement. Und wir verabschieden den grossartigen Sieger Al Quarto mit dem Jürg Langmeier.